Meine Damen und Herren, wir sind hier und heute live in unserem Außenstadtstudio Wien-Penzing in der Bücherei Penzing. Mein Name ist Gotthold Ephraim Engels-Unschuld und ich begrüße Sie zu Engels-Unschulds kulturelle Hintergründe, dem knallweich-kuscheligen Spezialformat unseres Enthüllungsmagazins Am Strich. Am Strich, Punkt. Und ich begrüße auch unsere Band, Runway 27 Left. Sie ist heute das erste Mal dabei, deshalb, ja. Sie wissen, meine Damen und Herren, oder vielleicht wissen Sie es auch noch nicht, wir, also mein Team und ich, sind stets weit weg vom Puls der Zeit. Uns ist kein Eisen zu heiß, als dass wir es nicht liegen lassen. Und kein Thema ist zu unwichtig, als dass wir nicht stundenlang darüber berichten würden. Aber heute freue ich mich ganz besonders, nicht über kulturell belanglos Hintergründiges berichten zu können müssen, denn heute darf ich einen ganz speziellen Gast begrüßen. Dieser unser ganz spezieller Gast ist nichts weniger als eine Legende der Literatur, genauer gesagt der Literaturkritik. Marek Almawicki, herzlich willkommen. Danke vielmals. Ich begrüße Sie, verehrter Herr Engels Unschuld, und ich begrüße vor allem Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also Herr Almawicki, können Sie sich noch an Ihre ersten Weihnachten erinnern? Na, selbstverständlich. Und die waren großartig. Denn bei dieser Gelegenheit habe ich auch die Welt der Bücher und der Literatur kennengelernt. Verehrter Herr Engels Unschuld, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Ja, sicher, selbstverständlich. Wenn es unbedingt sein muss. Es würde mich wirklich interessieren, wie kommen Sie zu diesem Vornamen, Gotthold Ephraim? Ich meine, war Ihr Vater vielleicht Nathan der Weise? Nein, mein Vater hieß Karl Heinz.